Grüße Leute und willkommen bei Resident Evil Wii Edition. Zugegeben, ich hatte auch mal die GameCube Edition und die war mir auch ein bisschen lieber, obwohl ich so viel Extras hatte, aber von der Steuerung her, ich muss leider mit Fuchtelsteuerung leben, aber ich wollte mal wieder Resident Evil 4 spielen und zwar auf normal, wenn mich jemand darum gebeten hat und ja, dem tue ich mal den Gefallen, außerdem hast du Resident Evil 4 so lange nicht mehr gezockt, da gibst du dir einfach mal wieder und guck mal, wie weit du ungefähr kommst, fällt es dir noch schwer, fällt es dir leicht, aber jetzt kommen wir erstmal zur Story, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Tja, damit war Umbrella tot. Ja, wir wissen alle, es ging nach Resident Evil 4 noch weiter und die gute Firma hat noch ein bisschen mehr Scheiße gemacht. Na, Spiel geht's los. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Why am I the one who always gets the short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. Ich fand die Anfangsdialoge von Resident Evil, jetzt muss ich trotzdem mal zwischenquatschen, irgendwie so ein bisschen cheesy. Ist aber nicht schlimm, weil der Rest von der Story von Resident Evil 4 hat mir eigentlich gefallen, auch wenn mich der Nappalos jetzt... Oh nein, was habe ich jetzt runtergeschmissen? Ich habe meinen PlayStation 4 Controller runtergeschmissen. Dass mich der Nappalos wahrscheinlich schlagen wird dafür, weil der ist ja gar kein Fan von Resident Evil 4. Nicht wegen dem Spiel an sich, sondern eher wegen der furchtbaren Story, die mit dem Original Resident Evil nichts mehr zu tun hat. Gebe ich ihm auch völlig recht. Kann sein und so weiter. Aber mir hat's gefallen. There's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? Ah, it's freezing. Cold all of us are it. Must be my imagination. Sorry it took so long. Ich glaube, das spielt doch in Spanien zu der Zeit, oder? War es damals Spanien bei Resident Evil 4 oder was Portugal? Nee, ich glaube, es war Spanien. Will mir da natürlich nicht falsch liegen. Und ich denke mal, es wird auch gleich hier mit der Action losgehen. Noch ein bisschen Geduld. Ich will es ja doch den Leuten zeigen, die vielleicht damals Resident Evil 4 nicht gezockt haben. Obwohl es unwahrscheinlich ist. Hat ja fast jeder gezockt damals. Also wirklich, das war eine Riesenwelle. Es war ja auch ein geiles Spiel. Just up ahead is the village. I'll go and have a look around. We'll stay and watch that car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Schöne deutsche Übersetzung, oder? Parking tickets. Knöllchen. Jeez. Strafzettel wäre auch eine Übersetzung gewesen. Nein, man sagt Knöllchen. Did you say something? Ah, das drücken wir jetzt mal weg. Jetzt werden wir nämlich kurz von der Einsatzzentrale von Miss Hannigan angelabert.
Das kann ich mir aber wirklich sparen. Die sagt nur, hey Leon, mach dies und das und finde sie und bla bla bla. Ich muss mir erstmal mit der Steuerung ein bisschen klarkommen, einfach aus dem Grund, ich habe es ja gerade gesagt, die Wii-Version. Und ja, so bewegt man leicht, so zielt man, schießen, das wird alles gar nicht so einfach. Da holt man mal das Messer raus, Nunchuk wackeln ist nix. Okay, ich glaube, ich komme klar. Noch ein bisschen zielen üben, schießen wir erstmal auf die Raben. Ab und zu geben sie ja was. Na, sag ich doch. Lalalala, Rabe da schießen, macht Spaß. Natürlich brauchen wir das nächste Mal oder praktisch im Laufe des Spiels jede einzelne Kugel unserer Munition. Und wir kriegen hier nur ein bisschen Geld, aber auch mit dem Geld kann man was anfangen. Wie kann ich denn eigentlich nachladen? Jawohl! Anvisieren und Nunchuk schütteln. Wie-Fermion. Und damit kann man nachladen. Und wir haben ein Spinel. Das ist sehr, sehr schön und brauche ich jetzt gerade nicht. Ich möchte Ärsche treten. Ich glaube, das ist auch hier einer der meistgesehenen Videospielszenen aller Zeiten. Dieses wirklich die ersten paar Minuten von Resident Evil 4 sind ja wirklich legendär. Aber wie gesagt, lasst euch überraschen, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Excuse me. Sir? I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. Was der Typ wohl gesagt hat? Das habe ich mich immer gefragt, ich habe es noch nicht nachgesehen. Muss ja irgendwo stehen. Oder ob es ein Zombie, Halb-Zombie-Gebrabbel ist. Freeze! I said freeze! Naja, sagt zwar freeze, aber er schießt gerne in die Fresse. Bam! Schöner Roundhouse-Kick! Das Beste, was man haben kann, ist ein richtig fetter Roundhouse-Kick, immer auf Reserve, um die Leute wegzutreten. Merkt euch das, Jungs. Und Mädels natürlich auch. Ja, alles in Ordnung. Jetzt kommt erstmal der große Gegner ohne Blendgranate. Ja, wie wirft man hier zur Hölle Handgranaten? Ist es kein Zombie? Ja, kann sein. Jetzt kommt ja die große Army von draußen, jede Menge Dorfspinner. Oh, ich muss mal lernen, hier mich zu... Oh, lecker, das muss doch in der Wohnung stinken. Und dann baut man sich hier so einen kleinen Kopfschrein. Ekelhaft. Macht doch keiner. Man baut sich vielleicht einen Thron aus Knochen, aber so. Und ich muss sagen, die obere Etage, die ist echt ein Traum. Wer die Wohnung gebaut hat, der hat echt einen Schatten gehabt. Innenarchitekt, vielleicht nicht mal der Innenarchitekt, generell der Hausarchitekt, hat hier echt Scheiße gebaut. Wir nehmen mal die Abkürzung durchs Fenster. Da lauert uns nämlich sonst keiner auf. Und das war damals schon Innovation. Einfach so fett durchs Fenster hüpfen. Na komm mal her, Affe. Komm ein bisschen näher. Schön. Roundhouse Kick. Ich weiß allerdings nicht mehr, wie die schnelle Drehung war. Na, das war nicht so gut. Ich wollte dich treten, Mann. Geht doch. Ah, ich muss noch ein bisschen reinkommen. Ich bin noch ein bisschen langsam. Aber es ist nicht so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe, mit der Steuerung wieder reinzukommen. Im Normalfall brauche ich mir eine Weile, um bei alten Spielen wieder so richtig gut zu werden. Ich meine, ich bin ja nicht so richtig super gut, ne? Man sieht's, aber ich komme klar. Pistolenmunition brauchen wir immer. Na, wir nehmen alles mit und ich probiere auch möglichst weit zu kommen. Ich denke mal, eine Stunde nehme ich mir schon für das Spielchen hier Zeit. Vielleicht auch mehr oder weniger. Mal sehen, wie ich gerade praktisch Bock drauf habe. Jetzt gucken wir uns mal das Häuschen an. Ich habe nicht die ganz doofe Vermutung. Darauf habe ich noch nie geachtet. Nö, das ist echt nur... Ja doch, hier. Man geht in den Raum hoch und der Rest vom Dachstuhl ist nicht begehbar. Da hat der Innenarchitekt doch geschlafen. Eine Tür vergessen zum Rest des Hauses zu bauen. Sag mal, habe ich ein Menü? Ja, ein Menü habe ich natürlich. Ah, so viel Munition und so weiter. Ich weiß das natürlich, dass ich ein Menü hatte bei Resident Evil 4. Das sollte jetzt nicht komisch rüberkommen. Ich denke, was ist das für ein Noob? Hat das Spiel schon zigmal durchgespielt und fragt sich, ob er da irgendwo ein Menü findet. Speichern könnten wir jetzt aber will ich nicht. Zack. Heilkraut immer wieder gut. Aber muss ehrlich sagen, wenn man Resident Evil, egal welches Resident Evil, auf einem zu niedrigen Schwierigkeitsgrad spielt, hat man meistens alles später mal übrig. Sowohl Munition als auch Heilung. Ah, hat sich gelohnt. Oh nein, ich wollte nicht ballern, ich wollte nachladen. Ihr müsst verstehen, zwischen mir ist in meinem so eine Art Räderpult. Eigentlich ist es ein alter Wäschekorb, den ich immer hinstelle und mein Mikro drauf platziere. Und dass ich da reinsprechen kann. Dieser Wäschekorb ist leider zu groß und steht mir jetzt ein bisschen im Weg. Das heißt, ich muss immer so leicht dran vorbeizielen. Und das macht es bei der Wii-Steuerung mit Pointer natürlich nicht ganz einfach. Falls ich manchmal denke, wie reagiert denn der Affe? Nicht mal richtig schießen kann er. Doch, kann er. Bloß, er wird gerade ein bisschen behindert dabei. Wie war denn das jetzt nochmal? Ich kann die Dinger da unten... Na toll.
Bei der GameCube-Variante habe ich mich einfach vorgebeugt und nach unten geschlagen. Ah, jetzt macht das automatisch, alles klar. Ich habe die GameCube-Variante häufiger gezockt als die Wii-Version. Aber die Wii-Version war irgendwann halt die, sag ich mal, bessere. Auf dem Papier, weil die mehr Extras hatte. Aber mittlerweile macht die GameCube-Version vom Geld her, also was man so in den kaufen kann, im Sinne der Sammlerherzen, mehr Geld. Und da ist die Wii-Version eher so ein bisschen verpönt, obwohl die ja nicht schlecht ist, ne? Es ist nur ein bisschen, die Steuerung ist halt nicht jedermanns Sache und ich brauche eine Weile, um da reinzukommen. Obwohl ich ja häufiger Wii spiele als naja, andere Leute, sag ich mal. Aber, ach, die hab ich da vergessen, dass die immer hier hängt. Sexuelle Diskriminierung gibt's hier wohl nicht. Ich muss sie schnell finden. Natürlich, Leon gibt sein Bestes. Ich sag mal, die Anfangsdorfmuggel, die gehen ja noch, die kann man schön alle nacheinander mit dem Roundhouse-Kick wegfetzen. Der andere lebt doch sicher nicht, na, doch. Tut mir leid, Kumpel, bleib liegen. Hat man hier eigentlich Blut reduziert? Das kommt mir gerade so vor. Das war jetzt nicht die Skill oder sowas. Zugegeben, ich habe den gar nicht gesehen. Ich wollte gerade nur wieder nachladen. Ich verpasse immer, also nachladen ist wirklich zielen gedrückt halten und schütteln. Und ich drücke immer die A-Taste, wie so Action-Taste. Schnell nachladen. Hilft natürlich nichts. Hey, Dude. Hey, bam! Beste, was man haben kann, sag ich euch, nimmt einen Rounders-Kick mit. Schon damals Chuck Norris, auch heute noch Chuck Norris, der lebt ja immer noch, ne? Und der wird noch 1000 Jahre leben, dieser Norris. Das ist seine Hauptwaffe und damit kann man wirklich Steine spalten. Jedenfalls kann das Chuck Norris, ich kann es nicht und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber na gut, Chuck Norris kann wahrscheinlich auch mit seiner Wimper Steine spalten. Naja, Zwischensequenz muss jetzt wieder kommen, ein bisschen das Dorf betrachten. Ja komm, Honeycan, drücken wir mal weg. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Spielanleitung, bla. Man hat ja die Möglichkeit, das Dorf von Weitem auszuspionieren. Gucken, genau hier. Habt ihr das damals groß gemacht oder seid ihr einfach nur weitergelaufen? Weil ich bin meistens reingelaufen und habe nur ein, zwei Mal mit dem Fernglas mich richtig umgeguckt, weil es ja im Prinzip ein bisschen so Spielstillstand... Oh Gott, gucken nochmal. Spielstillstand ist auch, eigentlich kann man sich ja schön umgucken, den Dörflern bei der Arbeit zugucken, gucken, wie Menschen brennen. Das Übliche halt. Okay, jetzt können wir wieder reinstürmen. Oh, wir nehmen den cleveren Weg. Spätestens, wenn der Kettensägen Heini auftaucht, bin ich sowieso wieder Moose und mir fällt das Köpfchen ab. Das ist nicht wirklich mein Freund. Immer wenn ich das Spiel beginne, sterbe ich mindestens einmal durch diesen Klappspaten. Oh, ich glaube, ich wurde schon gesehen. Kann ich die Tür wieder zumachen? Geht automatisch zu, sehr gut. Hier haben wir was Schönes. Gibt es nichts Besonderes? Doch, Munition. Munition ist immer was Besonderes. Aber ich glaube, es geht das richtig los mit den Kettensägen, Heini, wenn man entweder hier jede Menge Leute killt oder aber wenn man das Haus betritt. Dann drehen sie richtig frei. Hinter diesen Bildern, Resident Evil. Ganz oft bei Resident Evil 4 Geld. Hier gerade nicht, aber ein hübsches Beispiel. Das ist quasi der Obermogul-Anführer. Bei Resident Evil 4. Oh, wo kommst du denn her? Hübscher Strohhut. Naja. Oh. Treffe ich den nicht richtig, den Affen? Unglaublich. Ich muss dringend nochmal meine Pistole aufrüsten oder die bessere Pistole kaufen. Es gibt ja sehr viele gute Waffen in dem Spiel. Und eine bessere Pistole ist immer eine gute Voraussetzung zu überleben, weil die präzise ist und ordentlich reinprügelt mit der richtigen Schadenskoeffizienten. Wenn man erstmal aufgelevelt hat, die Pistole. Und das richtige Modell halt hat. Ey, Oma. Behalte deinen Scheiß für dich. Kascha, boom, bang. Schön nochmal durch den Rücken gefahren. Ihr wisst schon, dass er die Tür nehmen könnte, oder? Alter, lebt er immer noch? Okay, beschleunigen wir das Spiel mal und gehen direkt in die Action rein. Starten wir die fette Ballersequenz. Und es sind viele. Auch das war zu der Zeit, denke neu, dass man in so ein 3D-Action-Spiel einfach mal irgendwas vorschieben konnte und man sagen konnte, so schnell können sie da nicht durchs Haus brechen. So, jetzt haben wir ein bisschen wenig Zeit, um alles hier zu klären. Machen wir mal schnell das Ding hier vor. So. Da hinten gibt's was, da können wir uns aber später drum kümmern. Wir müssen erstmal oben durchs Fenster gehen und erstmal das kleine Gewehrchen holen.
Was? Okay, Schrotflintenmunition. Da ist schon Captain Kettensäge. Der ist nicht so mein Freund. Nicht gerade sehr sympathisch. Mann, verpisst euch, ihr Affen! Leiter bitte um. Ja, ein bisschen taktisch muss man hier schon zocken. Ich hoffe, ich komme dann schnell genug auf die Kettensäge. Wenn man es braucht, über. Ich höre Kettensäge. Ah, ich höre Kettensäge. Minus? Ja, das ist jetzt die Situation, wo ich mich quasi selber ausgetrickst habe. Also mein Kettensägen-Heini halt ausschalten, alle anderen auch. Hallo, zieh doch mal nach oben, V-Pad. Noch mehr. Die sind eigentlich relativ leicht abzuwehren, bis halt auf Captain Kettensäge. Wenn man vom Teufel spricht. Macht den Weg frei, ihr Affen. So, Schrotflinte haben wir noch ein bisschen. Ah, ich will den Schrotflinten-Heini schon besiegen, auch wenn ich nur noch... Komm an. Ach Mann, irgendwo müssten hier noch Handgranaten rumliegen. Ich habe zwar ein paar, aber das ist immer so ein bisschen, man sprengt sich da mal Hälfte selber in die Luft, wenn man das Teil anwendet. Ja, Schrotflintenmunition haben wir nicht mehr. Jetzt muss ich leider auf die Pistole übergehen. Komm schon, Kettensägenspinner. Ich kam doch hier nicht das Haus hoch an der Schräge, oder? Oh, nicht gut. ich hätte die Granaten nutzen sollen. Ich kann ja nochmal die Schrotflinte verbrauchen jetzt. Stress! Nun komm her, du Affenkill. Ja, hört auf zu pfeifen, ich will nur was vom Kettensägenspinner. Da ist er doch. Und er ist tot. Geht doch. Ein schönes Gefühl. Mann! Nein! Fuck yourself, Mann. Wurden wir echt von so ein paar Affen erwischt? Sind gar nicht mehr so wenig. Rotos Kick! Mächtigste Waffe! Na, sucht doch jemand Stress? Nun haben sogar noch jede Menge Leute. Oh. Übrigens würde ich das auch gerne im realen Leben können, so hart zuzutreten, dass man quasi jemand den Kopf wegtreten kann, rein von der Trittstärke her. Das muss man natürlich nicht machen, aber es ist schon praktisch, wenn man mal in Notlage gerät. Du lässt das bitte mit der Axt sein, Torben. Aber wie war denn die schnelle Drehung? Das bräuchte ich jetzt sehr, sehr dringend. Ah, Mann, das wollte ich doch nicht. Ellbogen in die Schnauze. Nein, 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 nein. Ich bräuchte nochmal einen Raunters Kick. Jawohl. Ich muss nochmal die Granaten auspacken. Minus. Nimm mal eine schöne alte... deutsche Hand... Ich weiß nicht, ob es deutsche ist, aber eine schöne deutsche Handgranate, sag ich jetzt einfach mal. Ja, das war ja epischer Fehl. Okay, sie verziehen sich. Kampf gewonnen. Yikes. Und ich muss sagen, ich habe das relativ professionell gemacht. Mich verteidigt, ohne groß in Panik zu geraten, ohne kurz vorm Tod zu stehen. Ja, komm, verpisst euch.
Ich will noch ein bisschen mit der Story weitermachen. Ja, auf jeden Fall kriegen wir jetzt die Information. Schön gelabert, ja, hast gerade überlebt. Normalfall, wenn man lang genug wegrennt, verpissen die sich auch. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass man die, wie ich, alle umrotzen muss. Aber, ich weiß immer, es schadet auch nicht. Ihr seht ja, man kriegt ja jede Menge Items wieder zurück und Geld und so weiter. Außerdem ist es immer wieder ein schönes Gefühl, sich nicht schlagen zu lassen von den Viechern oder nicht wegzurennen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich hier an Waffenmunition noch habe. Schrotflintenschuss habe ich noch ein paar. Ich rüste mal wieder die Pistole aus. Die Kräuter könnte ich noch verbinden. Ihr seht diesen Koffer, man kann später noch größere Koffer kriegen. Aber am Anfang ist man doch drauf gehalten und später eigentlich auch, dass der Koffer so viele Plätze wie möglich frei hat. Und ich mag dieses Koffersystem wirklich. Oh, ein Huhn. Manchmal hinterlassen die Eier. Aber nur manchmal. Aber die sind wahrscheinlich auch schon voll mit dem Virus. Wir müssen sie umbringen. Man kann auch die Kuh da hinten umbringen, aber die Kuh weiß ich ganz genau, die hat nichts. Deswegen lassen wir praktisch das arme Stück Steak einfach mal leben. Dann bleibt es auch länger frisch. Oh, ein gelbes Kraut, ja. Jetzt haben wir natürlich eine gute Möglichkeit, wenn wir jetzt das gelbe, das grüne und das rote Kraut hier kombinieren, können wir gleichzeitig noch unsere Energieleiste erweitern, die ihr hier unten am Rand findet. Ich zeig's mal hier so, da geht dieser weiße Strich noch eins weiter hoch. Da sind wir noch stärker. Beziehungsweise halten wir mehr Schläge aus. Sollen wir schnell alles noch untersuchen hier? Dann wollen wir weitermachen. Man könnte auch in das Haus reingehen, da würde die Sequenz aufstarten. Aber irgendwie haben die Leute, eine kleine Umfrage gemacht von Capcom. Irgendwann mal nach Resident Evil 4. Die meisten Leute rennen halt in das große Haus. Nur relativ wenige Leute rennen hier in diese kleine Todesfalle. Noch ein Tritt. Geht nämlich das Schloss auf. Kann man mit dem Messer auch kaputt machen, aber so geht es natürlich besser. Das ist natürlich die größere Todesfalle, wer hier reinrennt. Die größte Herausforderung, weil hier kommt man nicht so schnell raus. Kann es aber auch, sag ich mal, in diesen Raum ein bisschen besser verteidigen. Vielleicht außer gegen den Kettensägen-Heini hüpft mit Handgranaten hier reinwerfen. Das geht natürlich auch. Aber ich fand es immer ein bisschen schwerer in diesem Haus. Und ja, ich trete mit Leon gerne Türen auf. Sehr, sehr wichtig. Haben wir in dem Haus noch was vergessen? Ja, ich glaube in der unteren Etage, ne? Bäm! Immer wichtig, Türen aufzutreten. Nicht normal aufmachen, bitte auftreten. Ich fand die Dörfer aber hier schon immer, beziehungsweise das Dorf oder die Locations, fand ich immer schon ein bisschen... Okay, das kann ich nicht kaputt machen, ich kann es aber kaputt schießen, das weiß ich. Ein bisschen seltsam gebaut, zum Beispiel, was zur Hölle... einen Moment mal bitte, was soll dieser Turm? Ein Dorf voller abgefuckter Holzhütten und dann steht hier einfach mal so ein schön gemauerter Turm neben der Kirche. Macht im Prinzip keinen Sinn, aber war immer gut, praktisch diese Elemente zu nutzen. Man konnte sich nämlich hier auch hier oben verschanzen. Da haben die Leute irgendwo angefangen, Molotow-Cocktails hochzuwerfen. Und dann waren wir wieder in der Bedrohung. Aber trotzdem war es mal gut, um kurz zu entkommen und auszuschnaufen. Ich warte ja immer noch auf den richtigen, noch so einen Nachfolger wie bei Resident Evil 4. Quasi auf diese Action-Terror-Granate. Weil die alle anderen Resident Evils haben sich ja dann irgendwann mal leider ein bisschen zu so Call of Duties entwickelt. Statt zu, sag ich mal, Adrenalin-Survival-Horror, wie es hier ist. Gut, das Huhn hat uns auch kein Ei gegeben, aber hier gibt es was Schönes. Noch eine schöne Blitzgranate. Blendgranaten sind sehr, sehr gut im späteren Verlauf. Da gibt es eine Gegnervariante, die kriegt man mit den Blendgranaten unheimlich gut weg. Also ich würde mein Resident Evil, wenn ich es jetzt nochmal mir aussuchen könnte, genauso machen wie Resident Evil 4. Das heißt, Terror, jede Menge Gegner und so weiter und dass man das Ganze alleine spielt. Dass man der Einzige ist, dass man sich auch ein bisschen alleine fühlt und dann ein bisschen das Leben sucht, statt hier mit einem Teampartner und sich gegenseitig supporten. Kann auch lustig sein, ich mag es eher solo. Ich habe jetzt noch nicht Revelations 2 gespielt. Muss ich zugeben, das erste Revelations habe ich auf dem Gameboy, auf dem Nintendo 3DS. Habe es leider nicht ganz durchgespielt, muss ich zugeben, hatte ich die Motivation nicht so richtig. Das war jetzt nur gerade eine Datei, die uns gesagt haben, ach, wir sind schon unter Beobachtung gewesen, also sie wussten schon, dass wir kommen. Und Revelation 2 habe ich, wie gesagt, da waren wir gerade drin, oder? Noch nie so richtig angetouched. Das müsste noch ein bisschen rumliegen, vielleicht mache ich mal ein Let's Play dazu, ich weiß es nicht genau, kann ich nicht sagen. Ich meine, eigentlich wurde zu dem Titel schon alles erzählt, vielleicht kommt es bei mir wieder als Let's Play in ein paar Jahren, wenn der Titel wieder oldschool geworden ist. Hat mein Kumpel übrigens auch kritisiert, ich mache zu viel Oldschool-Spiele, also nicht direkt, aber so, ich könnte auch mal wieder neueren Scheiß machen. Hat er eigentlich recht? Das Problem ist nur, bei neueren Scheiß, der neuere Scheiß ist meistens so umfangreich und, naja, und das macht dann gleich jeder. Das sind dann gleich 3 Milliarden Kanäle, die das gleiche machen. Da habe ich ehrlich gesagt, hörst du auf? Schäm mich was.
dass ich da auch noch involviert bin und ihr quasi auf jeden Kanal, auf den ihr kommt, den gleichen Scheiß seht. Klar, auf meinem Kanal gibt es jetzt eigentlich mehr Reviews und so weiter und so anderes Gedöns, nicht nur Let's Plays. Aber ich möchte auch, dass ihr euch gut bei den Let's Plays unterhalten führt. Ich hätte jetzt den Anhänger schon vorher runterschießen können, der wäre dann in der Jauchegrube gelandet und gibt mir dann weniger Geld. Und ja, in dem Spiel spielt auch Geld eine Rolle. Denn wir können Zeug verkaufen und dann unsere Waffen quasi aufwerten. Bäh, 2 von 15. Wenn wir das hier richtig machen, kriegen wir noch einen hübschen Gegenstand. Alter, konnte er schnell rennen. Halt. Treten! Ultimate Weapon. Ist wirklich so, das Treten ist unglaublich stark. Und vor allen Dingen, man kann hier unglaublich viel Munition durch das Treten sparen. Ihr seht ja mal, so ein Tritt... Oh, aber kleiner Hund. So ein Tritt bewirkt ja gar nicht mal so wenig. Ich meine, wie viele Kugeln brauche ich für so einen Typen, um zu umzulegen? Das habe ich noch gar nicht getestet, weil ich die meisten wegtrete. Aber man spart da bestimmt 4-5 Kugeln. Vielleicht ein bisschen übertrieben jetzt gewesen, aber naja. Leider hinterlassen die Hühner hier keine Eier. Was ist hier nur los? Das kenne ich anders. Also, oder habe ich jetzt gerade nur ein bisschen Pech? Okay, jetzt habe ich einfach nur daneben geschossen. Brandgranate mitnehmen. Aber ich muss zugeben, das Fass hier hinten habe ich noch gar nicht entdeckt. Da hat das Hühnchen mich gerade auf was Neues gebracht. Noch ein Versuch. Ins Hühnerarschloch! Bleibst du stehen? Okay, es bringt gar nichts. Ich habe jetzt quasi eine ganze Hühnerfarm umgelegt. Könnte jetzt jede Menge Schick McNuggets machen. Aber so richtig gebracht hat es nichts. Dicker Tritt! Schön in Genick reinschneiden, damit er weiß, was er hat. Kurze Frisur verpassen. Hallo, ist hier wer? Natürlich ist hier wer. Und gleich zwei von den Affen. Oh, ich hasse es, wenn die Zeug werfen. Ich muss der einzigste Fernkämpfer hier sein. Man kann natürlich sehr cool auch einfach mal ihre Wurfgeschosse wegballern. Oh nein, es hat nicht gereicht. Sehr, sehr schade. Ich habe gedacht, es reicht, wenn ich noch ein bisschen mit dem Messer rumschnitze. Ist natürlich auch eine Taktik, um Munition zu sparen. Spart aber meist nicht viel Energie, wie ihr seht. Gut, das Huhn bringt auch nichts. Ich sollte aufhören, Hühner zu erschießen. Und ich brauche jetzt mal eine kurze Heilung. Dann kann ich ja gleich mal unser Päckchen hier nehmen, dass wir gleich unsere Energieleistung ein bisschen erweitern. Okay. Ich habe mir mehr davon versprochen. Aber es muss ja unglaublich viel davon geben, dass die Leiste irgendwann mal voll ist. Das kriegt man nicht bis zum Ende des Spiels hin. Aber ich wusste nicht, dass der Energiezuwachs so klein ist. Das habe ich gar nicht mehr so im Gedächtnis. Noch ein Spinell, den kann ich später noch verkaufen. Na, auch nochmal Gold. Gold ist das Beste, was man hier kriegen kann. Nein, eigentlich nicht. Ich freue mich immer nur über neue Munition. Und Schätze, richtige Schätze. Also nicht nur so eine kleine Goldkästchen, sondern so ein Zeug wie Diamanten oder sowas. Das kann man nämlich viel besser verkaufen. Kriegt doch viel mehr Geld davon. Ansonsten Munition gesagt und wie ein bisschen Heilung. Da kann der Resident Evil Survival King recht schon glücklich werden. Was kriegen wir hier noch Schönes? Pistolenmunition. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Irgendwo müssen noch das... Da wusste ich es doch. Mann, wir müssen noch mehr von diesen Dingern wegknallen, dass wir wenigstens mal eine gute Waffe kriegen. Denn wenn man die Dinger wegpallen, diese Amulette... Das ist wie so eine kleine Quest. Kriegen wir wirklich eine Pistole, eine andere? Ich glaube, so war's. Oh Gott, ich bin so schlecht. Wie viel Schuss habe ich jetzt versemmelt an der Kacke? 2? Dann ist noch eins. Mann, Wii U-Steuerung. Quatsch, Wii U. Wii-Steuerung. Da noch schöne Schrotflintenmunition. Ich liebe Schrotflintenmunition, weil die im Spiel extrem effektiv hier ist. Es gibt ein paar coole Bonuswaffen noch. Die kriegt man aber nur quasi, wenn man das Spiel schon mal durchgezockt hat. Und das ist dann sowas wie ein unendlicher Raketwerfer. Man kennt das ja. Schieben. Alles klar. Schieb doch, wie ein Wahnsinniger. Das habe ich hier falsch gemacht. Normalerweise kann man doch da immer ran. Da bin ich von der falschen Seite reingegangen. Oh, nochmal nachgucken. Dann gibt es noch so eine Alien-Knarre oder so ein. Sieht auch irgendwas aus wie eine Alien-Knarre, ist aber glaube ich gar keine. Ach, hier ging's lang, genau. Die macht auch jede Menge Schaden. Du hältst Bierstein. Mit denen kann man natürlich ordentlich Geld machen.
Das ist so eine Rarität, von der ich geredet habe. So, jetzt aber genug mit dem Sammeln, weiter geht's. Türchen auf, wir haben heute noch viel zu tun. Oh Gott, was kam denn hier noch? Oh nein, der Felsen! Leute! Dämliches Schüttelt fürs Rennen, das ist aber nicht das Schwere. Am Ende muss man irgendeine Tastenkombination drücken, um wegzukommen. Und ich habe keine Ahnung mehr welche. Ah, AB. Okay, die einfachste Kombination, die man mal da wie wählen kann. Einfach die Zangenbewegung AB. Ja, meine Fresse, ey. Da bin ich bei der GameCube-Variante immer gestorben, weil man da die Tasten schnell ausgewechselt hat. Da brauchst du mal AB drücken, mal LR oder was weiß ich alles. War auf jeden Fall alles nicht so ganz einfach für mich. Könnte man die Fledermäuse auch wegballern? Das weiß ich jetzt gar nicht so. Ah, an den Abschnitt kann ich mich noch gut erinnern. Mal gucken, vielleicht kriege ich es hin. Nein, natürlich nicht. Komm. Na egal. Ich wollte ihn das Dynamit eigentlich aus der Pfote ballern. Gut, war schöne Munitionsverschwendung, ich gebe zu. Aber was soll's. Wow. Genau, hier war es ja. Kleine Sprengfallen. Die lassen leider im Laufe des Spiels ein bisschen nach, diese Fallen. Das fand ich immer ein bisschen tragisch. Weil das fand ich super in dem Spiel, dass hier so eine Fallen überhaupt existiert haben. Und da habe ich gehofft... Ja, yeah, Spinne weg. Dass es da noch mehr davon gibt. Aber irgendwann im Spiel, da ist so der Bruch und so weiter, da gibt es gar nicht mehr... Alter Falter! Das war jetzt nicht sehr nett. Das war gut geworfen von den Typen. Ganz schönes Assi. Arschloch. So, meine letzte Heilung, Mann. Was soll ich jetzt machen? Okay, ich muss irgendwie den Leuten in den Arsch treten da drinnen. Und nicht so gierig sein wie der Mietstang for life. Gut, der ist in seine eigene Sprengfalle rein. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich glaube, ich mache hier gleich einen Abgang. Die Tür ist zugenagelt. Yay. Oh Gott, das ist so schief gelaufen gerade. Ich hoffe, die andere hat es auch zerrissen. Wie konnte ich denn mich so hier verarschen lassen von den Typen? Ich hoffe, da drin gibt es noch Energie. Aha. Handgranate, Pistolenmunition aufnehmen. Ich brauche noch Energie, das ist nicht gut. Alter! Mann, du Spinner! Oh, sie sind tot. Ist das blamabel? Ich hätte nicht gedacht, dass ich jetzt schon sterbe. Ja, weiter. Und alles nur, weil ich mich zweimal von Dynamit erwischen lassen habe. Na gut, nochmal. Man startet ja relativ fair hier gleich hier vorne. Ich hoffe, ich habe meine Items, die ich jetzt investiert habe, die Heilung, dass die noch existiert. Und wir können echt die Fledermäuse abballern. Ja, wir sind halt gnadenlos. Aber ich mag diese, dass man die Möglichkeit für sowas hat. Ne? Also in manchen anderen Spielen gibt es sowas nicht, dass man die Möglichkeit dafür hat. Auch wenn es jetzt gerade nichts bringt. Jawohl! Das war der richtige Schuss. Jetzt kümmern wir uns erstmal um die Typen und dann rollen wir die Bude hinten aus. Okay, ich saß voll in der Bärenfalle drinne. Mich hat's aber zum Glück nicht erwischt mit dem Dynamit. Komm, heb das Dynamit hoch. Zeig's mir. Wo ist das Dynamit? War nicht ganz der Plan, hat aber funktioniert. Und den Typen schnapp ich mir jetzt auch noch, den Spinner, der mich vorhin umgesäbelt hat.
sieht man aber auch nicht. Jetzt ist er auch nicht, gar nicht mehr da. Hä, waren das vorhin nicht drei? Ja, ist ja egal. Was zum Henker? Wo kam denn jetzt die Sprengfalle her? Ach, Mann, ey. Fehlt's an dem Spiel dringend so ein bisschen an Energie? Ach, das ist er. Ey, nee, oder? Ey, Dynamit, Harry. Lass den Scheiß. So ein Spast, ey. Und dann hinterlässt er nicht mal was. Die Drecksau. Ein bisschen Energie. Das wäre ja zu schön. Gib mir Energie. Natürlich nicht. Ich denke mal, ich werde das letzte kleine grüne Heilkraut hier mal kurz mehr reinzwingen. Das bringt ganz schön viel, hätte ich nicht gedacht. Eieiei, habe ich mich scheiße angestellt. Das muss man echt mal sagen. Das war jetzt nicht gerade die große Kunst. Ich sehe was, was du nicht siehst. Vielleicht habt ihr das gesehen. Aber wenn nicht, dann habe ich gutes Auge gehabt. Rotes Katzenauge, sehr geil. Kann man, glaube ich, irgendwo einsetzen. Vielleicht sogar in diesem Bierstein oder was, in irgendeiner Krone oder so. Und dann wird das Ganze noch wertvoller, das Objekt. Aber das denke ich, werde ich nicht machen. Ich werde das gleich verkaufen bei der nächsten Gelegenheit. Aus dem Grund, weil, lass mal nach, mein Freund, na, ich ja nicht hier einen vollen Gameplay-Marsch durchmache, sondern einfach nur mal das Spiel euch zeigen möchte. Sprengfallen gab es hier drin auch, denke ich. Und da kann man speichern. Ist für uns jetzt aber, wie gesagt, gerade nicht so notwendig, wie ich finde. Ha! Wusste ich's. Aber ein bisschen zu offensichtlich, ne? Wie ging's denn weiter? Ja, hier. Ich dachte mal, das Zeug kann man auch kaputt schlagen. Ich glaube, man kann es kaputt schießen. Genießen wir die nächste Zwischensequenz. Like them? No. You? Okay. I have only one very important question. You got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Ein Roundhouse-Kick ist wohl doch nicht immer die Lösung. Gut, wenn du Chuck Norris heißt schon, aber das hatten wir ja vorhin schon. Kapitel 1 beendet und verlorene Leben 1. Getötete Gegner 41 und Trefferquote 90% ist eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Statistik, aber dass ich gestorben bin ohne Speichern beenden. Nein, ich will gar nicht beenden. Ich will einfach nur weitermachen. Gut, speichern war, will ich zwar nicht, aber ist egal. Kann man mal sehen, dass ich doch relativ gut gezielt habe und ganz schön viele Menschen getötet habe. Aber der Tod hätte einfach nicht sein müssen. Speichliche Mensch. Soon you will become unable to resist this intoxicating power. Leon wird ganz schön oft von irgendwelchen Zeug infiziert. Auch Resident Evil 6 hat er auch irgendwas in sich. Obwohl, Resident Evil 6 habe ich nicht lange gespielt, weil es mal echt scheiße langweilig war. Hey. Hey, wake up. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, see? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. K.
came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's in the church. Mit der dicken Axt. Oh, der hat auch schlechte Tag hinter sich, denke ich. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies' man. Why'd you quit? Phew, policia. You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Juhu, ich bin da! Do something, cop! After you! Now! Natürlich kennen wir ausweichen, müssen ein bisschen mit der V-förmigen wackeln. Was ich bei der Szene aber immer gefragt habe, ganz ehrlich, die bringen ihn wirklich dahin, also die beiden, und dann wollen sie mit der Axt erschlagen. Warum bringen sie ihn dann nicht gleich um? Also das hat alles so keinen Sinn ergeben. Habe ich aber bei der ersten Mal, wo ich die Szene gesehen habe, auch nicht drüber nachgedacht, erst beim zweiten Mal. So, jetzt werden wir mal ein bisschen Zeug verkaufen, denn hier kommt gleich unser Händler. Ja, Hannigan, ist mir völlig egal. Ach, ich bin hier energietechnisch immer noch sehr, sehr angeschlagen. Halt mir ein bisschen den Bauch. Müsst du jetzt nicht eigentlich hier mich gleich jemand anlabern? Jawohl. Over here, Stranger. Stranger. Einer der besten Videospielcharaktere, die ich je gesehen habe, ist wirklich dieser verdammte Händler. Guter Kerl. Got something that might interest you. Jawohl. Ja, und man kann ihn halt schießen, aber man kriegt sein Zeug, glaube ich, nicht. What are you buying? Das können wir kaufen. Wir können einen großen Aktenkoffer kaufen. Brauchen wir jetzt aber gerade nicht. Schatzkarte brauchen wir jetzt gerade auch nicht. Wir bräuchten eher erstmal Erste-Hilfe-Spray. Leider. Dann nehmen wir mal Sturmgewehr mit. Nein, ich möchte nicht abbrechen. Ich möchte das Sturmgewehr einsetzen. Müssen wir kurz mal hier alles ein bisschen umregeln. Wie war das nochmal mit dem Drehen? Ach, hier. Gott, was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich muss irgendwie die Pistole, steht so ein bisschen im Widerspruch zu allen anderen. Das mal kurz raus. Ich habe viel zu viel Granaten, merke ich gerade. Thank you. What are you buying? Was habe ich denn jetzt gemacht? What are you buying? Habe ich irgendwas rausgeschmissen oder was? Not enough cash. Na gut, Stranger. Dann verkaufen wir es und nehmen den größeren Aktenkoffer. Nein, ich wollte noch nicht beenden. Welcome. Oh ey, ich versteuere mich hier völlig. Ich habe gerade gute Munition rausgehauen. What are you selling? Nee, ich will keine, ich will Schätze verkaufen. Das andere Zeug brauche ich da noch. Hier, Perlenanhänger kannst du haben. Ja, Spinell. Kannst du 6 Stück haben? Is that all, Stranger? Thank you. Kannst du auch haben. Bierstein kannst du auch haben. Das ist alles, was ich jetzt verkaufen konnte. Und jetzt werden wir uns nochmal den Koffer holen. Oh, gib her. Und jetzt können wir uns noch was zusätzlich leisten. Und ich möchte gerne die Gun hier haben. Na komm schon. Nein, wie kann ich denn darauf zugreifen? Ich will es doch ein bisschen verschieben. Kann ich das jetzt nicht machen, oder was? Oh, ist das nervig. Gut, müssen wir jetzt mal kurz den Koffer umstrukturieren. Man hat es aber auch nicht einfach. Nehmen wir erstmal das Heilungsspray.
Aber wie können wir das denn auswählen? Ich bin gerade ein bisschen überfordert, muss ich zugeben. Ich will es ja nur verschieben. Auswahl verschieben, ach, plus drücken davon. Oh Mann, warum habe ich das nicht gleich gesehen? So. Jetzt gib mir nochmal dein Arsenal, Junge. Kaufen. Wir könnten natürlich auch tunen. Tunen wir mal ein bisschen die Pistole, weil die brauche ich wirklich. Und zwar mehr Feuerkraft. Das war's schon. Mehr kann ich hier nicht machen. Dann kaufen wir doch noch das MG. Da kann ich euch wenigstens ein paar andere Waffen zeigen. Man kann übrigens noch Bauteile an die Waffen ranbauen, zum Beispiel ein Scharfschützen, ein Zielfernrohr, ein besseres oder halt, was war noch mit dabei? Ich glaube für das MP noch eine Schulterstütze, dass man besser schießen kann. Aber wir jetzt werden jetzt erstmal ein ganzes Gebiet clearen von Leuten. Ein paar Minuten habe ich ja noch und das werde ich jetzt dafür nutzen, um richtig schön hier mal die Knarre sprechen zu lassen. Und das ist das Gebiet, wo jetzt mal richtig schön alles sterben wird. Hoffe ich jedenfalls. Wenn ich hier verrecken sollte, ich glaube, dann ist die Motivation für heute erstmal weg. Ob wir uns den da oben zuerst vornehmen? Na, oder? Der da, der sieht vielversprechend aus. Der braucht das. Der braucht mal wieder eine Kugel zwischen... Hör auf zu laufen, ganz ruhig. Ja, das zappelt und zuckelt. Geht doch. Solange das Türchen neben uns noch nicht aufgeht, ist alles gut. Ich muss mal eine bessere Position finden. Gut, dass ich Munition später nicht mehr brauche, weil ich das Spiel nicht... Ah! Jetzt ist man sauer auf uns geworden. Komm schon, mach die Tür auf. Gib's Backenfutter. Können natürlich die Tür auch auftreten. Machen wir nicht auch ein bisschen Schaden. Auch ein guter alter Trick. Ah, ich wollte, ich gehe mal wieder rein, bevor mir die Typen noch richtig auf den Sack gehen. Ach, der steht schon drin hier. Bäm! Ich wollte jetzt eigentlich nicht treten. Ich wollte jetzt eigentlich mit Messer zuschlagen. Ich wollte eigentlich treten. Oh, da kommen sie wieder mit Dynamitstangen. Da müssen wir mal kurz dann mal auf Granate umschwenken. Denn wenn sie mit den Dynamit erstmal durchkommen, haben wir ein ganz gewaltiges Problem. So, gleich wieder auf die Pistole wechseln. Bisschen taktisch müssen wir schon kämpfen hier. Jawohl. Wow, Alter! Ja, lass es fallen. Oh, Leon, was machst du? Ich wollte euch ja noch die anderen Waffen zeigen, das kann ich jetzt mal kurz mal ein bisschen machen, dass ich euch die MP noch mal demonstriere. Versteht ihr? Das Ding geht ordentlich ab. Habe leider keine Ersatzmunition dafür. Deswegen rotze ich jetzt mal alles raus und wechsle wieder auf die gute alte Pistole. Hast du gedacht, ne? Ich liebe es, Dinge aus der Luft wegzuballern. In dem Spiel ging das sogar richtig gut. Und dass man gleich in die Bedrohung gekommen ist. Bei manchen Spielen geht das ja auch, aber es ist einfach tierisch schwer. Das ist der Vorteil, wenn man Leute auf der Brücke erschießt. Ich muss mal weg von dem hier. Das ist mir das Problem, wenn ich den jetzt hier abknalle, dass er dann mit der Sprengladung hochgeht.
Und das möchte ich natürlich nicht. Lieber schieße ich von der Brücke runter, da kriege ich zwar keine Items, aber nur irgendwie spare ich ja auch Kugeln, ne? Was? Ich habe keine Pistolenmunition mehr? Ernsthaft? Okay. Mann, hau ab, Mann! Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, den hat sich nichts zerlegt. Ich habe ganz schön viel Munition verballert, aber ich lege mich hier auch mit allen an, was geht. Es müsste aber bald Ruhe im Karton sein, denn Moon geht mir richtig schnell aus. Und im Normalfall bei Resident Evil, wenn man sich gut anstellt, hat man immer genug Munition. Ich habe mich eigentlich jetzt nicht irgendwie dumm angestellt oder verschwenderisch. Ich habe vielleicht die Sprengfässer nicht ganz so genutzt, wie ich es hätte machen sollen. Mach ich jetzt gleich mal. So zum Beispiel. Diesen sehr, sehr praktischen großen Gegnermengen quasi wegzufetzen. Aber für einen geht's auch mal. Brauche ich wenigstens nur eine Kugel, wenn ich jetzt mit der Schrotflinte nicht verziele. Doch mal einen zweiten brauche. Du lebst immer noch? Wichtig ist der Kopf ab, gibt der Typ auch keinen Laut mehr von sich. Deswegen immer wichtig, Köpfe wegfetzen. Erstaunlicherweise ist es aber bei Resident Evil 4 so, dass ins Gesicht schießen nicht mehr das Effektivste so ist, sondern die Beine sind eigentlich auch gut. Wenn man die Beine reinschießt, bringt man ihn zum Schwanken. Headshots sollte man nur mit ein bisschen Übung ansetzen, da man eine bestimmte Stelle am Gesicht treffen muss, dass man die ins Wanken bringt. So wie ich es vorhin öfters mal gemacht habe. Mann, Alter, Fresse zu. Ja, renne noch eine Weile. Affenkorb. Was willst du denn? Jetzt haben wir ein bisschen MG-Munition wieder gekriegt. Das macht mich richtig stolz und freudig. Das war nicht sehr nett. Kunde lebt nicht mehr. Vor allen Dingen, die Typen sehen ja immer fast gleich aus. Das war halt damals durch die Limitierung der Hardware so. Aber ich habe ja schon, man hatte schon seine Lieblingsspatzenheimer, die man gerne umnietet. Und ich mag wirklich den Typ mit Bart. Genau, den da unten. Den mag ich ziemlich oft umlegen. Das Ganze hat doch so ein bisschen was von Bud Spencer und Terence Hill Charme, wo die Typen auch immer die gleichen Gegner waren in jedem Film. Es war immer der Silberhaar und der Großbartträger und so weiter. Wow! Das war nicht sehr nett. Ich frage mich, wo ich so viel Schrotflintenmunition her habe. Alles andere habe ich kaum an Moon. Na gut, irgendwie muss es eine Erklärung haben. Wenn ich kaum woanders Moon her habe, dann habe ich alles halt in Schrotflintenmunition gekriegt. Und man sieht ja, so Schrotflintenmunition ist an sich ja nichts Schlechtes. Du lässt den Scheiß. So, jetzt dein Kumpel noch. Ich weiß übrigens, dass man hier nicht alles abknallen muss, ne? Also man kann auch einfach zwei Teile sammeln, da haben wir gerade schon eins eingesammelt gehabt, und kann dann einfach ins nächste Gebiet reinspazieren. Aber ich liebe es einfach, bei Resident Evil 4 Gebiete zu clearen und alles wegzuballern, was da geht. Das möglichst taktisch und mit möglichst wenig Energie- und Munitionsverlust. Und hier muss das zweite Teilchen drin sein. Jawohl. Kurz mal nachladen nochmal. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf die Pistole mal wieder. Haben wir schon die 20 Schuss. Ah, warte mal, ich könnte kurz nochmal ein bisschen danach laden. Immer mit vollen Waffen durch die Gegend laufen. Das ist eine Grundregel in diesem Spiel. Wenn man vielleicht öfters mal die Knarren wechseln muss. Und nachladen kostet halt schön viel Zeit. Deswegen macht man es, wenn man Zeit dafür hat. So, jetzt nochmal die Pistole. Ich habe viel zu viel Granaten. Granaten sind jetzt auch nicht so meine Favoriten in dem Spiel hier. Die machen zwar schnell mal guten Schaden, aber ich habe gerne lieber andere Munitionsarten, mit denen ich taktischer ein bisschen mehr rumballern kann. Hier drinnen komme ich zwar her, aber ich glaube, ich habe hier drinnen irgendwas vergessen gehabt im Schrank. Nee, alles klar. Und es wird auch ruhiger hier. Ihr seht, die Gegner kommen jetzt nicht mehr, weil ich genug getötet habe. Ah, noch was für uns. Gemütlicher Dorfspaziergang durch ein schönes, sag ich mal, verrückten Dorf.
Das macht doch Freude. Und dabei richtig schön Kohle einnehmen. Jetzt können wir natürlich was verkaufen gehen wieder, aber der Händler, den begegnen wir ja öfters. Der kommt jetzt nicht nur in unsere Gegend hier einmal hin, sondern der verfolgt uns quasi das gesamte Spiel hin. Das macht ja natürlich auch Sinn, denn es gibt ja eine Menge abzugrasen in dem Game. Bam. Gibt es hier drin noch irgendwas? Ja, ein Spind. In anderen Spielen kann man sich drin verstecken. Hier gibt es Gold drin, damit man sich größere Waffen kaufen kann, um mehr Leute zusammenzuschießen. Ist doch relativ simpel. Rätselmenü. Ach, wie war denn das jetzt? Waffen und Heilmittel, Schlüssel und Schätze. Genau. Kombinieren. Zusammenfügen. Ich habe immer probiert, einzeln hier reinzusetzen. Nein, man muss sie noch zusammenfügen. Fand ich immer ein bisschen lächerlich, denn dieses kleine Rätselchen hier zu machen ist albern. Der kann auch beide Stücken einzeln reinstecken. Ging doch früher auch. Das ist so eine Art Pseudo-Rätsel bei Resident Evil gewesen, um nochmal die Fingerfertigkeiten zu nutzen, die man halt hat. So. Ah, jetzt kommt ein Abschnitt, den ich nicht ganz so leiden kann, wenn ich mich richtig erinnere. Und ich muss sagen, ich erinnere mich jetzt relativ gut an Resident Evil 4. Langsam kommt doch alles wieder. Jetzt kommt der berühmte jede Menge Dynamit-Wurf. Zeugs, Gedönsabschnitt. Und ich hasse hier, ihr habt es ja gesehen, ich bin mit Dynamitstangen beim Ausweichen nicht besonders gut. Weiß nicht warum, wurde mir von Mama Natur nicht mitgegeben. Und hier gibt's nichts. Na komm. Oh, Alter. Hat er es echt hingekriegt, mit so einem dämlichen Ducken mich auszutricksen? Ulla Stellos! Würdest du mal umfallen? Da sind auch deine Kumpels. Die wollen mir gleich auf den Sack gehen. Also befürchte ich zumindest. Natürlich sind seine Kumpels da. Die Mistgabelvereinigung. Gibt's einen schönen saftigen Tritt. Aua! Okay, das war unangenehm. Das hat gezwickt. Alter, hörst du auf? Erstmal Freund Silberbart umfährt. Jetzt bist du dran. Ich glaube, manchmal muss ich einfach mehr Munition verschwenden. Würde ich wesentlich einfacher durchs Spiel kommen, als meine ganze Energie immer zu riskieren. Habe ich denn noch was zum Heilen? Ja, habe ich noch. Hm. Verbrauche ich jetzt ungern, denn das brauche ich ja später mal, um meine Energieleiste aufsteigen zu lassen. Ist halt egal, ich habe eh kein gelbes Kraut und ich werde das Spiel ja eh jetzt gerade nicht durchspielen. Von daher ist das okay. Genau die Sequenz hasse ich hier. Ducken! Hier ist man relativ clever beraten, wenn man einfach selber mal eine Handgranate. Und die noch möglichst gut noch werfen kann. Okay, das war jetzt nicht so clever. Würdest du dich bitte ducken? Oh! Mein Freund, das war nicht sehr clever. Du wirst Granaten wie eine Mutti. Aber es hat funktioniert. Und ich bin fast wieder tot. Das ist so zum Kotzen. Ich hasse diese Dynamit-Harris. Wirst du bitte aufhören, dich zu ducken? Sei mal nicht albern, da lebt nichts mehr. Oh, und noch daneben geschossen. Noch mehr. Ernsthaft. Und der kommt nicht mal durch die Tür. Von sowas lasse ich mich besiegen. Leute, die so doof sind, durch die Tür zu kommen. Scheißkerl, ich fliege jetzt einfach so rum. Tanz, Arschloch! Ich sehe da hinten schon Energie und die will ich mir eigentlich holen, aber vorher muss ich hier mal ein bisschen mit Munition rumgasen, weil ich keine Lust habe, hier vorsichtig noch zu machen. Okay. Ah, Schätze abgrasen macht Spaß. Gut, da gab es nichts mehr. Leeres Fass leider. Nein. Du sollst nicht probieren, mich umzulegen. Geht doch.
verwenden wir gleich mal. Da können wir ein bisschen ruhiger leben. Und ich lebe auch ganz ruhig, weil ich gerade merke, ich habe richtig viel Munition im Vorrat. Und vor allen Dingen, es gibt keine Terrormusik mehr im Hintergrund. Das heißt, wir haben es jetzt erstmal geschafft. Ist schön ruhig geworden. Keine bösen Gegner mehr. Sehr, sehr gut. Da hinten ist noch ein Fass, da können wir hin. Hier können wir noch mal kurz rein. Und uns was Schönes holen. Da können wir, glaube ich, auch 3 Diamanten einsetzen, um den Preis quasi zu steigern. Nix. Ist immer enttäuschend, irgendwas zu öffnen bei Spielen, wo eigentlich Gegenstände erwartet werden und dann ist nichts drin. Ist hier noch wer? Nee. Alter, Liebe! Deine Mutter schwitzt beim Kacken. So, bam! Tut mir leid, es war jetzt vielleicht ein bisschen unangemessen, aber ich habe doch recht. Unhöflicher Mistkerl. Da unten schwimmt jetzt eine Horde Fische. Sieht man die? Ja, Fische. Mein Tipp, man kann die einzeln alle mit einem Messer erschlagen, aber wenn ihr mal eine Handgranate übrig habt, macht's doch nicht so kompliziert. Dann hat man nämlich hier wunderschöne Fischpa... Warum hat das nicht funktioniert? Das funktioniert doch sonst. Ich habe keine Ahnung, warum das diesmal nicht funktioniert hat. Normalerweise klappt das immer. Und es hat zweimal nicht funktioniert. Nimm mal ein bisschen schwarzen Barsch mit. Nochmal eine Blendgranate. Genau, die liegt doch da. Die ist da extra dafür gedacht. Noch mehr Fische. Irgendwann können wir die natürlich nicht mehr mitnehmen, weil die Fische irgendwann zu groß sind. Und sehr viel Platz wegnehmen. Fisch. Gut, der gibt aber jetzt gerade auch nichts mehr. Die sterben einfach nur. Sind da noch ein paar? Hübscher Karpfen oder was das sein soll. Jetzt komm her. Ich will die jetzt noch erwischen. Wo ist der Fette hin? Geht doch! Den können wir jetzt nicht mehr nehmen. Können wir den vielleicht verwenden? Verwenden wir einfach mal. Essen wir ihn. Ich kann ihn nicht verwenden! Und ich kann ihn nicht mitnehmen. Na gut, probieren wir mal ein bisschen umzuschichten. Vielleicht kriegen wir ja doch noch mit den fetten Karpfen. Oder Schwarzbarsch oder was immer das sein soll. Könnte natürlich jetzt irgendwas kombinieren noch. Ein bisschen Munition umlegen und so weiter. Ja, ich weiß. Eigentlich müssten wir jetzt weitermachen mit dem Let's Play und nicht hier uns stundenlang. Ja, lass mal halt liegen. Ihr habt ja recht. Warum nicht damit aufhalten, den Fisch jetzt richtig einzustapeln? Hat doch keiner was davon. Schließlich überziehe ich ja schon mit dem Let's Play. Ich möchte euch wenigstens noch zeigen, wo ich hier oben rauskomme, wie sich der Kreis wieder schließt. Und ja, ich glaube, danach möchte ich mich eigentlich schon verabschieden von euch mit Resident Evil 4. Und ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick. Aber erstmal gehen wir noch einen kleinen Moment hier weiter. Dennoch erwartet uns eine kleine Station. Nein, wie konnte ich denn das schon wieder übersehen? Verdammte Bärenfallen. Es ist wie so ein schlechter Comedy-Film. Er stolpert von einer Bärenfalle zurück und geht in den nächsten. Das passiert doch höchstens bei Nackte Kanone. Also der Filmreihe. Gut, essen mal ein bisschen Fisch und heilen uns. Fisch 1. Oh, der Fisch, der macht aber gut Energie wett. Ja, Fisch ist nämlich gesund. Nicht immer nur Fleisch fressen. Ah. Bam. Kann ich natürlich nicht widerstehen. So ein Zeug muss man natürlich noch mitnehmen. Eine hübsche Taschenuhr. Nix. Wie ich da reingelatscht bin. Wie ein Trottel. Gibt's hier drin noch irgendwas zu... Ne, gut. Leute. Ein Rätsel. Ich hasse solche Rätsel. Drehen wir erstmal in die Richtung. Nein. Drehen wir es nach oben. Drehen wir es nochmal nach oben. Ui, das könnte ja fast hinhauen. Ui, es hat hingehauen. Super schweres Rätsel. Ey, wir bauten so eine komplizierte Tür mit so einem beschissenen Rätsel.
Bürgermeisternotiz. Natürlich interessiere ich mich nicht für die Bürgermeisternotiz. Das macht man sowieso nicht, fremde Briefe lesen. Wir machen lieber fremde Schränke auf und klauen das Geld raus. Das ist wahrer Lifestyle. Und noch Schlüssel, sehr gut. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. Ja, der Mann hat gesprochen. Ist ein ganz guter Typ, dass er so riesige Gemälde von sich selbst aufhängt. So, was würde man jetzt natürlich machen, nachdem man kurz von den ganzen Toten auferstanden ist? Sich natürlich mit dem Dicken anlegen. Aber das lasse ich jetzt als kleinen Überhang für euch. Das könnt ihr da machen. Und ihr seht, meine Schießquote hat sich ein bisschen verschlechtert. Dafür habe ich noch mehr Leute umgelegt. Und bin nicht gestorben. Bin ich auch relativ stolz drauf. Ich möchte mich jetzt erstmal von Resident Evil 4 und von euch verabschieden. Kauft euch das Spiel. Dann könnt ihr auch der Bürgermeisterglatze mit dem langen Bart aufs Maul hauen. Und wahrscheinlich stellt ihr euch auch ein bisschen besser an als ich. Jeder, der das Spiel nicht gespielt hat, den kann ich das nur dringend ans Herz legen, das zu zocken. Alle anderen, die es schon gespielt haben, hey, warum zockst du nicht einfach nochmal? Ist ein guter Titel. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis die Tage und ciao.